weiß nicht, ob ich mit Controller spielen will. Ich glaube, die Kameraführung wäre für euch besser. Ah, Junge. Wo ist das Problem? Gib Gummi. Wie geht's dir denn, Xeli? Sagst du mir jetzt, was Stay back. Sagen wir mal, ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Oh oh. Passiert dir das oft? Selten. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie. Fahr einfach. Wie wär's, wenn du schneller fährst? Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Jupp. Sofort das Fahrzeug anhalten. Oh, oh. Weg hier. Bin dabei. Okay, er fährt jetzt hier raus. Okay, okay, okay. Jetzt geht's los. Können wir gerade nicht. Okay, Waffe ziehen. Alt. Okay. Ich treffe hier doch nichts. Oh Gott, schieße ich schlecht. Oh Gott. Das fühlt sich nicht gut an, das Schießen. Wie verhält denn der aus? Ob ich das nicht treffe? Oh Gott. Okay, cool. Hä, Aktion gesperrt, damit wir jetzt nicht hier rein. Kann nur besser werden, das will ich hoffen. Meine Nerven das aushalten. Fahr weiter. Hier können wir nicht bleiben. Der Ort wirkt verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Wir haben ja vorne Einschüsse drin. Die haben doch gar nicht geschossen, oder? Scheiße. Okay. Ich habe gerade Spanisch übersetzt anscheinend. Handvoll Überwachungspunkte. Das nennst du Schmuggeln? Chingado! Das sollte glatt laufen! Ohne Probleme! Wenn du denkst, das war meine Schuld, dann hab wenigstens die Eier und sag's. Weiß nicht. War's deine Schuld? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzbissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen. Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende ridiculo. Und was jetzt? Du zahlst für den Transport. Jetzt bezahlst du mich und unsere Wege jo, trennen sich. Würde ich auch sagen. Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann Come ich on! Nicht bezahlen. Ach Gott. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? So läuft das nicht, Junge. Wie gesagt, wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber... Du bist ein Pisser! In Ordnung. Du hast mich reingelegt. Tut mir echt leid, gegen den Ehrenkodex von Schmugglern verstoßen zu haben. Nö, nee, mit dir rede ich nicht mehr. Spast. Vamos, werfen wir einen Blick in die Box. Glaub nicht, dass der Empfänger sich freut, wenn das Paket geöffnet ist. Bringt normalerweise Ärger. Scheiß auf den Empfänger. Manchmal muss man für sich selbst arbeiten. Ohne Kommission und Mittelmann. Oh Gott. Das kann nur schief gehen. Was ich anzubieten habe, wenn ich einen neuen Käufer... Okay, dann machen wir es halt auf. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann
machen wir hoffentlich Fettkohle damit. No mames. Ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti-was? Ja, hab klar darfst du. Über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Ein Spritzer, nicht mehr so wirklich besteckt. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar, sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner. Halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Kann ich die coolen Karteikarten von mir haben? Sag mal, welche? Hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Wenn die leer sind, ja. Nicht so. Weise habe ich nicht gefunden. Warum fragst du? Weil kannst ich das haben. Gefühl habe. Du hast eine Menge Zeit und nichts zu tun. Und in NC kommt man mit Kumpels nicht besonders weit. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Okay, er bietet mir gerade an, dass er mich vermittelt für Jobs und ein bisschen Auge auf mich hat. Finde ich okay. Fixe passt zu Besteck von gerade eben. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Du hast mich gerade versucht zu verarschen. Hey. Oh, verschmustes Mistvieh. Weißt du was, Jackie? Du bist auch ganz okay. Naja, irgendwie hätte ich hier gerne eine andere Antwort gehabt, aber ich konnte nur zustimmende Antworten geben. Und ich muss Jackie hier anschütteln, okay. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwie. Okay, wir machen anscheinend einiges mit ihm. Jeden Tag gibt es hier 100. Und wir klauen wohl einiges von Leuten, verticken das dann. Das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Ich will kein neues Auto, ich will mein altes Auto behalten. Okay, wir werden bekannt gemacht mit dem Street Dog. Wir sind weiterhin mit Jackie unterwegs. Wir machen Party mit ihm. Okay, und wir kriegen auf die Fresse mit ihm. Shit. Na, Subi. Und wir haben eine andere Jacke. Wir machen mehr Missionen mit ihm. Gegen Gangs. Wir holen uns anscheinend auch neue Waffen. Ich dachte ein bisschen, dass wir das auch spielen, aber das haben sie irgendwie rausgelassen. Ich habe uns anscheinend eine neue Wohnung. Eine eigene Wohnung inzwischen. Vorher habe ich die ganze Zeit bei Jackie gewohnt. Okay. Da wurde einiges gesprungen. Irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Okay. Fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, kann nicht schaden. Okay, klar, machen wir hier. Kann nicht schaden. Machen wir das Tutorial. 2 hours later. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Sieht es doch. Okay. Super Tipps. Super Tipps. Danke. Zum Aufzug. Hier lang. Danke, danke, danke. Wieso laufe ich manchmal schnell, manchmal langsam? Das ist schräg. Wieso läuft der schneller als ich eigentlich? Ich hätte ja wohl mithalten können. Und irgendwie läuft der ganz schön stark sich, der gute Mann. Voll die komische Stimme in Deutsch. Findest du?
Also muss ich hier drauf drücken? Nee. Doch, vielleicht. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Ah, das kennt man. Vielleicht kommt ihr zu spät. Das ist das 45 Minuten Playthrough gewesen. Aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorger an. Okay, Buck kennen wir wohl auch schon länger. Karten! Die scheint irgendwas, das scheint irgendeine Bedeutung zu haben. Und Schallplatten. Apartment 1237. Bist du das? Ziel müsste drin sein. Wo will los? Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Dunkle Schokolade nehme ich mit. Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, weh? Ist bestimmt voll lecker, wenn das hier auf dem Boden liegt. Nimm den. Mit dem Quick-Hab und zu Beginn ziehe ein Gerät und scanne es, indem du Tab gedrückt hältst. Öffne Remote-Deaktivierung. Ab jetzt leise. So eine verfickte Scheiße. Der sieht relativ ähnlich aus wie ich, der da oben drauf lag. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Die zuckt noch. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Oh, das sieht nicht schließe gut aus. Sandra Dorset, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Lisa reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Tibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm, also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropon. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Okay. Check den Biomon. Splitter. Hallo Sandra, falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Okay. Sagt Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita, holen wir sie aus dem Eis raus. Okay, dann hau ich mal, dass er mir den Rücken bereithält. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist! Jackie, Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es! HP wieder gerettet. Ich glaub... Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Ja, die hat im Original, ne, einfach nackte Brüste. Ich erinnere mich dran. Traumateam gesehen. Landung, Abstand halten. So, waren aber keine 3 Minuten. Befolgen Sie die Instruktion. Ah, ich muss weiter weg, okay. Ich leg's ja schon drauf. 5 Schritte zurück, jetzt! Okay. TT-133 an Zentrale. Patientin NC-5704. Dass da vorher keiner angeflogen kam, wo die ganzen Granaten nur rausflogen irgendwo auf dem Boden. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Cool. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei.
Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Kampfgadget auf K legen könnte. Okay, kannst ihn haben, Jake. Aber der hat keinen Wagen. Wer ist denn spät, wie ist er denn da damals da rausgekommen? The fuck? Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Das wäre nett. Ja, danke. Ich bin hundemüde. What the? Mit den Karten kannst du Yu-Gi-Oh! Spielen. Du solltest Rakakoan sagen, der Job ist durch. Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Relativ gut. Traumateam hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Ja, danke. Nö. Wir kommen später mit dir. Versucht mit der Polizei noch umschlagen? Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das mal. Ich fahre. Damit du mit Jackie die Nacht verbringen kannst. Warte, bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist. Jackie, wie steuerst denn du? Guck mal lieber woanders hin. Wer ist dumm und wer ist zapp? Statt wie jeder andere. Nur größer. Nein, nicht wie jeder andere. Black. Andrew Wayland. Adam Smasher. Wir kommen Legende. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Wieso habe ich denn keine Rückspiegel? Keine Rückkameras. Okay, wir haben es geschafft diesmal. Dein Baby ist arg zerkratzt. Ach Mann. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. War das jetzt die Racheaktion, weil wir denen die gute Ware geklaut haben, so würde ich mal vermuten. Road closed stand da schon. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Systemstörung? Ja. Und was macht mich so besonders? Ja, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Xan ist zocken gegangen, hat er gemeint. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Oh. Ein guter.
guter Grund. Ich halte die Klappe, soll er machen. Lass sie durch. Aber sie sind die Letzten. Nice. Okay, dann mal los. Ich glaube, wenn ich da reingekrätscht hätte, wäre nur zu needy gewesen. Nett. Wir sind durchgekommen. Einfach mal Klappe halten. Ich mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehung. Und bescheiden. Du weißt ja. Little Shiner. Okay, wir sind jetzt in den abgesperrten Bereich reingefahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern MaxTag. NCPD-eigene Sondereinheit. Oh, da sollten wir aber hier nicht hier bleiben. Ich doch nix. Ich hab jetzt eine Woche schon 30 Stunden in Shining Resonance Refrain reingesteckt. Cool. Okay, wir verziehen uns hier. Ich hoffe, wir sind eher rausgefahren aus dem abgesperrten Gebiet. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, sie lassen mich tun. What? Bist du dir da sicher? Ah, ich spiel wieder den netten Jackie. Wir haben Einschusslöcher mitten drauf, ne? Und die Polizei lässt uns durchfahren. Okay. Nett. Wo fahre ich hin? Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Süße Träume wie. Grüß Misty von mir. Werde ich. Ei, luego. In so einem runtergekommenen Kaff, ne, wo alle kein Geld haben oder irgendwie drogensüchtig sind, dann klar liegen da Euro oder einfach so rum. Duschen hört sich gut an. Erstmal eine Runde duschen. Ah, bin das mal, ist mein Auftrag. Komm, jetzt die Szene, yo.